Hallo, diese Woche hat meine Tochter in der Schule das Thema Brücken. Dafür haben wir uns den Bogen genauer angeguckt. Um das Ganze mal ausprobieren zu können, haben wir hier ein Stück Palettenholz genommen und haben daraus Stücke abgesägt. Die abgesägten Teile haben immer rechts und links einen 10-Grad-Winkel, damit das Ganze auch dementsprechend wie Bauklötzchen zusammenpasst. Das Bogenmodell braucht natürlich auch eine Basis, auf der es nachher steht und ja auch mal herumgetragen werden kann, da die Widerlager ja auch irgendwo festgemacht werden müssen. Dafür haben wir einfach ein Brett zugeschnitten mit den passenden Maßen des Bogens und haben das dementsprechend etwas gekürzt und auch in der Breite angepasst, dass das hier alles schön zusammenpasst. Nachdem das Ganze zugesägt ist, haben wir das alles natürlich noch verschleifen müssen. Es ist nur Palettenholz, das ist sehr rau auf der Oberfläche. Dementsprechend erstmal mit dem Bandschleifer grob die ganzen Splitter weggeschliffen. Und wenn das dann getan ist, dann wurde von Hand an alle Kanten schön Rundungen hingeschliffen, die Flächen nochmal fein geschliffen. Und damit ist alles schön glatt und man kann sich auch nicht daran verletzen, wenn man damit was ausprobiert, damit spielt oder auch mal den Bogen richtig belastet. Wenn dann alles soweit fertig ist, zeichnen wir uns an, wo genau die Endpunkte hin sollen und bauen den Bogen dann so hin, dass die unteren Klötze fest sind, dass auch wenn man hier etwas Druck drauf gibt, nicht aus Versehen, weil das Ganze so schön glatt geschliffen ist, die Klötze unten rausrutschen können. Wir spannen das Ganze noch schön fest und zum Schluss wird von unten noch eine Schraube reingedreht, damit nicht nur der Leim hält, sondern auch noch zusätzlich eine Schraubverbindung vorhanden ist. Jetzt das Ganze natürlich nochmal ausprobieren, einmal aufbauen, denn die Teile sind ja nicht miteinander verleimt und dann ist der ganze Bogen, der ganze Aufbau so stabil, dass auch ein Erwachsener locker draufstehen kann. Viel Spaß beim Nachbauen!